Hallo ihr Lieben, so, es ist Zeit für Türchen Nummer 4 des Douglas Adventskalenders und ich habe eine ganz rote Nase, weil ich habe gerade die Babys von draußen wieder reingeholt, die hatten ihre Hüpfungszeit und jetzt mache ich zusammen mit euch Türchen Nummer 4 auf und ich habe mir noch hinten eine Wärmflasche aufgesetzt, weil mir kalt ist. Und ich werde heute spontan noch eine Candy Challenge drehen. Ich habe überlegt, wann mache ich es und heute habe ich Lust drauf. Vor allen Dingen, weil ich auf eine Sache so gespannt bin und ja, ich freue mich, wenn ich das endlich probieren kann. So, also dann schaue ich mal, in welcher Schublade sich Türchen Nummer 4 verbirgt. In Schublade Nummer 3. Nee, doch. Nein, ist heute überhaupt der vierte? Ja, gell, heute ist der vierte. Nee. Ja, heute ist der vierte. Ah, das ist aber eine große Sache. Also, es ist natürlich Schublade Nummer 2. Ist das Türchen Nummer 4. Das scheint irgendwas Größeres zu sein. Augenpatches. Ah, das ist super. Eine Augenmaske. Augenpatches für unter die Augen. Das ist sehr gut. So, und jetzt gieße ich meine Wärmflasche ein, dann mache ich Abendessen und nach dem Abendessen kommt die Candy Challenge, quasi heute als meine Nachspeise. Diese akrobatischen Übungen, die die Hasen immer machen, wenn sie sich putzen, da sieht man, wie gelenkig und beweglich die eigentlich sind. Oh, wie süß. Und jetzt putzt der Bruno noch seine Holly. Hm? Ihr Spatzels. So, nachdem ich mir gestern Kartoffelbrei gekauft habe, gibt es den heute schon, weil ich da richtig Lust drauf habe. Ich liebe ja Kartoffelbrei und ich mache mir den mit einer Zucchini. Das ist total die leckere Kombi. Kartoffelbrei, Zucchini und dann Bio-Essigcreme drüber. Das ist übrigens auch ein ganz schnelles und einfaches Essen. Und die Lotte möchte ins Schlafzimmer. Der neue Zufluchtsort von Bruno ist der Blumentopf. So, dann schauen wir mal, welche Süßigkeiten ich heute testen werde. Also auf alle Fälle die hier von Werthers Original Karamell Popcorn. Da freue ich mich nämlich schon die ganze Zeit drauf. Dann habe ich hier Schoko and More von Balsen. Dann habe ich die Schoketten und dann habe ich hier noch drei Sachen und jetzt ist die Frage, ich glaube, ich teste die hier noch und die Nuts, ja, oder wie lange sind die haltbar? Ich gehe auch immer nach dem Haltbarkeitsdatum, okay, die sind am längsten haltbar, also werde ich jetzt die 5 Süßigkeiten testen. Na, Lotte? So, dann werde ich jetzt testen und die Süßigkeit, auf die ich am meisten gespannt bin, ist auf jeden Fall von Werthers Original die Karamellpopcorn mit Brezel. Und worauf ich auch noch sehr neugierig bin, sind die Crunch Chips.
Deswegen werde ich mir die beiden Sachen bis zum Schluss aufheben. Und ich fange jetzt mal an mit Schoketten Eri. Und zwar sind die mit Bourbon Vanille. Die sind neu. Mit Schokolade mit luftiger Bourbon Vanille Creme Füllung. Die hat mir Ilka geschickt und ich überlege gerade, ob ich irgendwann schon mal Schoketten gegessen habe. Also irgendwann bestimmt, aber ist jetzt nichts, was ich mir so kaufe. Und ja, hört sich auf jeden Fall lecker an mit dieser Bourbon-Vanille-Füllung. Sieht auch so luftig aus, so ein bisschen wie Luftschokolade. So, also. Sie duften. Soweit okay, also jetzt nicht sonderlich herausragend oder sonderlich nicht gut, sondern ganz okay. Und ich werde jetzt mal eins testen. Vanille schmecke ich gerade gar nicht, eher mehr so Milchschokolade. Also mehr so wie Kinderschokolade. Also von der Vanille merke ich gar nichts. Null Vanille. Also es schmeckt echt mehr so wie Milchschokolade, mehr so wie die Füllung von Kinderschokolade. Also ist auf jeden Fall okay, nur wenn man sich auf die Vanille freut, dann glaube ich, wird man enttäuscht. So, dann teste ich jetzt von Balsen Choco and More Crispy Caramel. Das ist auch neu. Und zwar ist das ein Butterkeks mit Vollmilchschokolade, 64% mit mit knusprigen Karamellstückchen 9,7%. Da gibt es, glaube ich, auch noch andere Geschmacksrichtungen. Das hat mir übrigens auch Ilka zum Testen geschickt. Sie hat mir ein ganz tolles Päckchen geschickt. Und sieht auf jeden Fall sehr lecker aus, finde ich. Butterkekse sind eigentlich auch ganz gut und die sind hier so in solchen einzelnen Verpackungen verpackt. Also ist das, glaube ich, ganz praktisch zum Mitnehmen. Und in so einer Packung sind zwei Kekse. Duftet jetzt auch okay. Ich schaue gerade, was Sinn macht. Also ist halt so ein Keks mit Vollmilchschokolade überzogen. Und in der Vollmilchschokolade ist dieses Crispy Karamell. Ist ganz lecker. Ist auch wirklich crispy. Also crispy Karamell auf jeden Fall. Und auch den Keks finde ich ein bisschen härter. Also alles in allem etwas mehr crispy auf jeden Fall. So, dann haben wir Fluffy Nuts und auch die sind von Ilka. Und zwar ist das ein Erdnuss in zarter Maishülle. Genauer gesagt Erdnusskerne im Maismehlmantel geröstet mit Paprikageschmack. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich stelle mir jetzt mal vor, dass sie so ähnlich wie Nicknacks schmecken. Und sie duften eigentlich wirklich tatsächlich wie Nicknacks. Ich weiß jetzt nicht, von welcher Marke die Nicknacks sind. Aber die sind jetzt auf jeden Fall von Lorenz. Lotte. Die sind auch lecker und ich finde, ja, die schmecken schon irgendwie anders als Nicknacks. Also zwar vielleicht so vom Grundgeschmack ähnlich. Aber diese Maishülle, die ist wirklich so ganz locker, luftig und ja, schmeckt anders, aber schmeckt gut. Das ist sowas, glaube ich, da kann man nicht aufhören, wenn man einmal angefangen hat, dann muss man immer weiter essen. Ist jetzt auch nicht so hart, ich glaube, die Knickknacks sind härter. Also das ist echt zart. So, dann bleibe ich mal bei Pikant und zwar von Crunch Chips. Wow.
Da gibt es auch unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Ich habe mich für die hier entschieden, weil ich finde, dass sie echt lecker klingt. Und zwar ist es Paprika und Sour Cream. Also das sind ganz einfach geriffelte Kartoffelchips mit cremigem Paprikageschmack. Also darauf bin ich echt gespannt. Duften ganz gut. Ich zeige euch mal, wie die innen aussehen in der Verpackung. Also die sind auch richtig lecker, sehr gut gewürzt und sind nicht zu hart, aber trotzdem knusprig. Also die schmecken mir echt gut. So, und jetzt kommen die hier. Und zwar wäre das Original Karamellpopcorn. Und zwar ist das Popcorn, Menschenskinder, Popcorn und Laugengebäck, 16% mit Sahne, Karamell, Meersalzüberzug. Also das klingt ja richtig lecker. Die gibt es auch normal, also nur mit Karamell. Und ich dachte, ich probiere die Brezel-Variante. Oh, die duften ja sowas von lecker. Also wirklich sehr, sehr gut. Ich zeige euch nochmal, wie es innen aussieht. Also hier sind die ganzen Popcorn. Oh, die duften sowas von lecker. Also da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich habe hier gleich so eine riesen Popcorn, die zusammenklebt. Ich schaue gerade, ah ja, hier sind noch die Brezelstückchen. Ich glaube, das schmeckt gut. Das kann eigentlich nur gut schmecken. Das ist auch echt lecker. Und das Popcorn ist schön weich. Also ein bisschen von der Konsistenz würde ich sagen, wie so ein Marshmallow. Und man schmeckt schon diese Werther Sahnebonbon. Also den Geschmack schmeckt man auf jeden Fall. Und in Kombination mit den Brezen. Richtig gut. Also hatte ich wieder Glück mit meinen Süßigkeiten für diese Candy Challenge. Und könnt ihr euch vorstellen, das ist die letzte Candy Challenge in diesem Jahr. Das ist irgendwie so, keine Ahnung, das Jahr ist einfach nur so dahin gerauscht und jetzt kommt bald Weihnachten. Und ja, im neuen Jahr geht es weiter mit der Candy Challenge. Ich tue jetzt irgendwie so, als wäre das das letzte Video in diesem Jahr, aber es kommt ja jeden Tag eins. Aber die letzte Candy Challenge auf jeden Fall für dieses Jahr. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss.